das toll gemacht. Einmal noch, die Ampel ist schon grün. Richtig schwer jetzt, auch für Eisenbichler. Sprung ist gut. Und er kommt nach vorne! Das ist unglaublich! Der Sprung war eine Rakete. Richtig toller Sprung von Markus Eisenbichler. Bei vollem Rückenwind. Die schlechtesten Verhältnisse laut unseres Monitors von allen. Und er springt 233 Meter. Der war noch besser als der von Giwa. Etwa so wie Domen Preutz. Wind ist jetzt korrigiert. Werner Schuster hatte sicherlich auch so. Ja! Es ist das so unzuvielte Podium und hoffentlich nicht der so unzuvielte. Wo ist er? Da ist er! Er darf es noch erleben. Es ist passiert. Es ist passiert, Markus Eisenbichler gewinnt sein erstes Weltcup-Springen hier in Planitzer. Es ist tatsächlich jetzt passiert.